Klatsch! Ja! Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Klatschcafé mit Dimitri. Wir wollen uns heute Abend der großen, bunten Welt des Business Show widmen. Und ich habe zwei so tolle Leute hier. Den einen kennen Sie alle, den anderen auch. Der eine ist der Terminator 1. Zwerg, was erzähle ich? Aus Österreich, liebe Freunde, Arnold Egger Schwarzen! Ja, und der andere... Hallo, servus. It's pardon. Good to be back. Man soll sich nicht mit dem Terminator anlegen. Der andere ist ein Mann für die Damen. Wie soll ich ihn bezeichnen? Er ist eine internationale Jägerschürze, eine Killer Lady. Meine Damen live aus Madrid, Antonio Banderas. Ihr beiden werden demnächst zu sehen sein in einem neuen Filmspiel. Was ist das für ein Film? Es ist ein Remake und heißt Der österreichische Patient. Das kommt mir sehr bekannt vor, Arnold. Gibt es nicht so etwas schon wie Der englische Patient? Im Gegensatz zum englischen Patienten wehrt sich der österreichische Patient. Das ist sehr mutig von ihm. Arnold, vielleicht für uns, die Freunde, eine kurze Angabe, ein Inhalt von der Geschichte. Ein österreichischer Kampfjetpilot landet unter Zuhilfenahme eines spanischen Fluglotsen, gespielt von Hollywood-Superstar Antonio Banderas, auf einem österreichischen Krankenhaus. Arno, das erinnert mich doch ein wenig an die Wald-Schwarz-Klinik. Außerdem fällt mir diese gewisse Brise Sex mit Hauskranke. Für Sex ist gesorgt. Der österreichische Kampfjet-Pilot verliebt sich unsterblich in eine spanische Krankenschwester, gespielt von Antonio Banderas. Antonio Banderas, wie haben Sie sich auf diese komplexe Rolle vorbereitet? Gitarrenunterricht. Arnold, mich interessiert natürlich auch, gibt es bei eurem Filmspiel so etwas wie eine Down-Show mit Ende Happy? Gibt es. Der österreichische Patient sprengt den gesamten OP-Bereich, bum bum, nimmt dann die Gesamtbevölkerung der Steiermark als Geisel und tauscht diese gegen Toni Polster aus, der sich wie immer im Abstiegsstrudel befindet. Arnold, richtig muss es heißen, Apfelstrudel. Letzte Frage gibt es. Vielmehr, wie geht euer Film aus? Der Film geht aus mit dem Abspann, wo dann die ganzen Namen draufstehen. Super Ende. Ende gut. Alle tot. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.